Heute ist Care Day in Kiskunhlashase. The kids in the green shirts will work with the puppies today, and the adults will help the veterinarians, okay? Hallo, mein Name ist Andrea Huber und ich bin seit mehreren Jahren für Animal Care Austria tätig, da ich vor 4,5 Jahren unsere liebe Sarah über Carol Byers retten durfte. Die Care Days sind sehr, sehr wichtig. Wir feiern 3 bis 4 Stück im Jahr, um den Hunden Gutes zu tun, um uns Gutes zu tun, weil es gibt nichts Schöneres, als morgens mit vollen Autos hierher zu fahren, gemeinsam den Tag zu verbringen und die Doggies zu verwöhnen und ihnen zu helfen, zusammen mit unseren Tierärzten und erfüllt am Abend wieder nach Hause zu kommen. Und ja, das ist aktiver Tierschutz und warum wir so viel Freude dabei haben. Dankeschön. Wir sind so glücklich, so viele tolle Leute dabei heute zu haben, darunter viele Jugendliche. Und wir haben der Betreuungsperson mit und er wird uns alles erklären, welche Gruppe dabei ist und warum die heute hier sind. Ja, mein Name ist Thomas und ich freue mich sehr herzlich auch im Namen unserer Wohngemeinschaft, dass wir dieser Einladung hier folgen konnten. Ich bin hier mit einem kleinen Team aus Freiwilligen unserer Wohngemeinschaft, aus der Jugendwohlfahrt, eine Wohngemeinschaft, die in Niederösterreich ist und eigentlich das erste Zentrum für tierunterstützte Pädagogik ist im Bereich der Jugendwohlfahrt. Diese 4 Jugendlichen, die ich heute mitnehmen durfte, haben sich freiwillig dazu gemeldet, der Einladung Folge zu leisten. Ich freue mich sehr, dass wir den Weg hierher gefunden haben und dass wir schon so schöne Erfahrungen hier auch sammeln konnten. Es ist nicht zum ersten Mal, dass Ex-Ministerin Frau Andrea Kodolsky dabei ist, Animal Care Austria zu unterstützen. Ja, ich freue mich sehr. Grüß Gott. Und es ist wunderbar, dass ich hier mithelfen kann. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Tag. Wir müssen nicht nur drüber reden, sondern wir müssen etwas machen. Und ich habe mich ganz besonders gefreut, dass ich heute mithelfen kann, dass wir die Tiere untersuchen, ihnen auch medizinisch eine Möglichkeit geben, besser ihren Start in ein neues Leben zu machen. Aber es ist auch wichtig, dass man auf sie eingeht. Ich habe hier eine kleine Hündin, die sehr verängstigt war
und die ich einfach eine halbe Stunde gehalten habe, bis sie so weit Vertrauen gefasst hat, dass sie jetzt auch ein bisschen spazieren geht und langsam wieder anfängt, offensichtlich schreckliche Dinge, die ihr widerfahren sind, zu vergessen. Und vielleicht können wir ihr helfen, auf eine gute neue Stelle zu kommen. Das ist etwas, was hier Carol Byers macht. Ich unterstütze das mit vollem Herzen. Und ich bin so unglaublich froh, dass es Menschen gibt, junge Menschen gibt und Menschen aus allen Nationen, die hier mithelfen. Und es sollten immer mehr werden. Manchmal says thank you. Animal Care Austria. You're welcome. Thank you. Hello, I'm a veterinarian from Romania. Thank you for helping in our dogs. Hello, I'm the doctor for the shelter and I want to thank for the Austrian colleagues to come to help us. Heute bin ich zum fünften Mal hier in Ungarn zu einem Care Day und es hat sich seit dem letzten Mal, wo ich hier war im Sommer, sehr viel geändert. Der Zaun ist neu, die Tiere haben viel mehr Platz. Es ist großartiges Arbeiten hier, weil wir einfach viel mehr Möglichkeiten haben als vorher. Und auch unser Tierärzteteam international aus Rumänien, aus Ungarn, aus Österreich, fast so wie die Hunde. Die kommen nur aus Rumänien und Ungarn hier und werden versorgt, so gut wir können, mit Flohmittel, Zecken, gesunden Untersuchung, Fäden entfernen, eventuell nach dem Kastrieren. Ich glaube, wir können ihnen einen ganz guten Start dann für ihr neues Leben bei einer Familie vermitteln. Also es ist toll. Ich komme aus Rumänien und ich bin sehr froh, dass ich von Österreich aus die rumänischen Straßenhunde und andere Straßenhunden helfen kann. Ganz, ganz kurz sage ich, das ist eine ganz tolle Geschichte hier, der Käthe, und ich bin sehr froh, dass ich das zweite Mal dabei sein darf und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man dann heimfährt, weil man einfach den Hunden was Gutes getan hat und ja, in der Hoffnung, dass alle Hunde einen tollen Platz finden. Also ich bin heute zum ersten Mal da und ich habe selbst einen Hund von hier und es ist schön, mal zu sehen, wo er daherkommt, weil er wirklich genau aus diesem Lager auch herkommt und ich freue mich, dass ich jetzt was zurückgeben kann und ein bisschen helfen kann. Wir sind heute bei unserem ersten Care hier in Kiskun-Lazase. Das Wetter war bisher nicht allzu gut, aber die Stimmung umso besser. Es gibt wieder sehr viele Hunde zu versorgen. Hinter mir seht ihr gerade die Welpen, die jetzt als nächstes drankommen werden. Wir haben schon einige Hunde versorgen können und werden jetzt fleißig weitermachen, um alle bestmöglich zu versorgen. Seit 3 Jahren machen wir Animal Care Austria Care Days in Ungarn. Heute, zufälligerweise, ist es Muttertag. Wir sind alle wie Muttern für die arme, heimlose Tiere, die einen guten Platz suchen. Bitte öffnen Sie Ihren Herzen und helfen uns helfen. Dankeschön. Thank you, Animal Care Austria.